ist es möglich, für gerade mal 13 Cent je Lied zu bezahlen und das über Facebook. Was ist deine Meinung dazu? Kannst du dir das Ganze vorstellen? Ich bin ganz ehrlich, wenn mir das einer vorher erzählt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Doch ich werde dir einen Einblick in eine meiner Kampagnen auf Facebook-Ads gewähren und dir zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, für gerade mal 13 Cent je Lied zu bezahlen. Also wohlgemerkt nicht je Klick, sondern je Lied 13 Cent gerade einmal über deine Landingpage zu zahlen. Und wie ich das gemacht habe, das werde ich dir auch in diesem Video verraten. Erst einmal hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Hack und wir befinden uns hier bei Facebook Ads in einer meiner Kampagnen. Heute haben wir den 12.3. Diese Kampagne läuft also jetzt. Man sieht hier, Zeitplan gestartet ist das Ganze am 28. Also die Kampagne läuft jetzt nicht mal einen halben Monat und ich habe für diese Kampagne bisher 16 Euro ausgegeben, also 16 Euro und 6 Cent und habe darüber 30 Mails, also 30 Leads generiert. Das heißt, haben sich hier Leute auf meine Landingpage eingetragen und insgesamt habe ich dabei über 3.564 Personen erreicht und ja, je Lead habe ich letztlich, also pro E-Mail, 2 Euro genau bezahlt. Und ich habe dazu über Facebook 21 Leads generieren können, das heißt, habe dort im Durchschnitt 2,78 Euro je Lead bezahlt. Und jetzt kommt der Oberhammer, halte ich fest. Ich finde es wirklich unglaublich. Über Instagram habe ich 9 Leads generiert. Und je Lead, also insgesamt habe ich für 9 Leads 1,19 € bezahlt. Und je Lead hat mich gerade mal 13 Cent, also 0,13 Euro gekostet. Also ganz ehrlich, ich kenne keine günstige Plattform aktuell, wo es auch nur ansatzweise möglich wäre. Also 2 Euro Lead ist schon ganz okay, ja, schon ganz gut. Doch unter 1 Euro, geschweige für 0,13 Euro je Lead, das ist wirklich. Ja, also ich kenne bisher, muss ich sagen, ohne mich jetzt selbst zu weihräuchern, keinen zweiten Online-Marketer und auch nicht aus dem Online-Marketing-Manager. Ich habe dort damals als Online-Marketing-Manager gearbeitet, wie du vielleicht weißt. Und selbst dort kenne ich niemanden, der wirklich solche Ergebnisse auch nur ansatzweise generieren konnte. Kommt natürlich auch mehr darauf an, wie ist die Branche, wie ist der Wettbewerb, was ist das Produkt, wie ist die Zielgruppe, wie gut targetierst du deine Zielgruppe. Doch ich möchte damit nur zeigen, dass es wirklich möglich ist, bei Facebook für wenige Euro und sogar teilweise für wenige Cent Leads zu generieren. Ja, wir haben das Ganze geschafft. Also erst Geheimnis, wohlgemerkt, ich habe hier über Instagram das Ganze eingeschaltet. Viele nutzen Instagram nicht oder sind dort voreingenommen, weil sie glauben oder denken, es würde nicht so gut konvertieren. Du siehst aber hier am eigenen Beispiel, dass es sehr gut funktionieren kann. Im Optimalfall natürlich solltest du eine Instagram-Kampagne und eine Facebook-Kampagne schalten, weil du ja weil bei Instagram die Anzeige auch immer noch. Ja, was heißt immer noch? Also wird einfach anders dargestellt. Deswegen solltest du auch bei der Vorschau gucken, dass es bei Instagram gut angezeigt wird. Ja, also wenn es bei Facebook die Anzeige dort gut angezeigt wird, muss sie nicht zwingend bei Instagram gut angezeigt werden. Hier in diesem Fall hat es ganz gut geklappt. Sogar, wie du siehst, die Kampagne läuft mehr als 10-mal so gut, ungefähr 20-mal so gut auf Instagram wie auf Facebook aktuell. Doch wie gesagt, Optimalfall. Passt man das separat an. Ein weiterer Tipp an dieser Stelle, wie ich diese gute Quote erreichen konnte. Ich habe vorher eine Kampagne gesplittestet und zwar über Interessen. Und dann habe ich eine weitere Kampagne, die sogenannte Lookalike, geschaltet. Hier habe ich meine Blogbesucher, also über meinen Blog, einen Pixel gesetzt. Und diesen Pixel, wenn du Lookalike noch nicht kennen solltest, du findest auch auf diesem Channel, auf diesem YouTube-Channel, auch eine kurze Erklärung dazu. Also hier letztlich die Lookalike schaut hier nach weiteren Zielgruppen und die also sehr, sehr nah sind. 1%, das ist das Naheste, was man machen kann. Man kann es natürlich auch vergrößern auf 2-3%. Dann allerdings ist die Targetierung nicht ganz so genau. Ja? Also hier wirklich sehr laserscharf die Zielgruppe targetiert. Und auch das ein Grund. Also ja, ich hatte vorher wirklich ungefähr, ja, war circa bei der, also pro Mail fast bei einem doppelten Preis, ja. Und die Lookalike klappt hier in diesem Fall wesentlich besser. Allerdings auch hier Achtung, das muss nicht so sein, dass auch mehr
Wohlgemerkt, je nach Besucher deiner Webseite, deines Blogs, je nach Zielgruppe unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel in anderen Kampagnen habe ich die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Interessen besser funktioniert. Also auch das immer ganz wichtig, Split testen. Also kann man nie pauschalisieren. Ja, in diesem Fall, wie gesagt, klappt es mit der Lookalike wesentlich besser. Also ungefähr wohlgemerkt das Doppelte, ja doppelt so gut ungefähr wie über Interessen. Ja. Ja, das war wie gesagt, also das Video, also siehst, es ist tatsächlich möglich über Facebook, über in diesem Fall über die Lookalike, sehr eng targetiert und in diesem Fall über die Plattform Instagram, wo das Ganze ausgestrahlt wurde, für wirklich nur paar Cent Leads zu generieren. In diesem Fall, wie gesagt, 9 Leads für 1,19 Euro, also gerade mal im Durchschnitt für 13 Cent, 0,13 Euro je Lead, nicht je Klick, sondern wirklich je Lied. Das war's in diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, gib einen Daumen runter. Dann werde ich in Zukunft solche Videos ja nicht mehr drehen. Also du entscheidest auch mit, was die Videos in der Zukunft hier erscheinen sollen. Ich wünsche dir weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.